Hallo meine Lieben, wir nehmen heute eine Zusatzbotschaft aus dem Licht- und Schattentarot und schauen mal rein, was ich dir noch so mitgeben darf für den restlichen Tag. Wir haben die 6 der Münzen. Frage dich, was sich für dich zurzeit wirklich am meisten auszahlt, wo du am meisten das Gefühl hast, dass es eine langfristige Investition ist. Das kann natürlich eine Beziehung sein, das kann aber auch ganz konkret etwas wirklich mit deinen Finanzen oder mit deinen Fähigkeiten zu tun haben. Es kann sein, dass du hier investierst, um langfristigen Erfolg zu haben, dass du einen Lehrgang besuchst, dass du dir ein Buch kaufst, das du brauchst oder einen Online-Kurs machst. Hier geht es darum, erst zu investieren, um dann hinterher besser dazustehen und das Geld wieder reinzubekommen. Es kann natürlich auch sein, dass du emotional investierst, dass du jemandem etwas von deiner Zeit gibst, deinem Können, deiner Liebe und dass du deswegen letztendlich ein stärkeres Band zu diesem Menschen hast, einen geerdeteren Umgang. Also es geht nicht darum, jemandem immer zu übervorteilen oder dich selbst halt immer zu übervorteilen, sondern es geht darum, zu schauen, dass die Waagschale am Ende des Tages ausgeglichen ist und sich die Dinge, die du reingegeben hast, die Energie, die du in Dinge reingesteckt hast, für dich auch wieder lohnt und dass du sie wieder rausbekommst. Ja? Also, dass du am Ende einen energetischen Ausgleich hast, dass du nicht immer nur gibst und gibst oder nimmst und nimmst, sondern dass du etwas gibst und auch etwas bekommst und dass das dann, wie gesagt, letztendlich, wenn man mal ehrlich Bilanz zieht, halt dann ausgeglichen ist, plus minus ein bisschen. Ihr wisst schon, wie ich meine. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Guck hin, ja, schau genau hin, dass du dein Geld auch nicht verschwendest, dass du dich nicht in Projekte oder Umkosten stürzt, die vielleicht keine Erfolgschancen haben, wo du vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafen solltest. Aber heute kann es sinnvoll sein, auch in Dinge zu investieren, die gut sind für dich und deinen Körper, in dich und deine mentale oder spirituelle Gesundheit. Hier geht es darum zu schauen, wo du mehr nehmen und wo du mehr geben darfst. Es könnte durchaus wichtig sein, auch mal etwas von deiner Waagschale runterzunehmen. Also zu sagen, das kann ich nicht mehr, das ist zu viel, die Belastung ist zu groß, ich muss das hier gerechter aufteilen. Eventuell kann man hier auch schauen, dass man ein wenig delegiert, Aufgaben anders verteilt, die Abläufe anders gestaltet. Bei den 6 Münzen geht es immer darum, herauszufinden, wie ein System gut funktionieren kann, wie für alle Seiten ein Plus entsteht. Ja, wenn du verstehst, was ich meine. Es geht nicht darum, dass sich zwei arme Leute gegenseitig in die leeren Hosentaschen greifen und versuchen, noch den letzten Cent da rauszuziehen, sondern es geht darum, auf Augenhöhe Verträge zu schließen oder Partnerschaften zu führen und sich klarzumachen, dass mal der eine 80% gibt, wenn der andere nur 20 zur Verfügung hat und andersherum dann ebenfalls auch. Ja, es geht nicht immer um 50-50, es muss nicht immer akut alles gerade sein, weil manchmal haben wir schlechte Phasen, manchmal gehen wir durch schwierige Situationen und dann kann sich die Waagschale auch mal zeitweise halt neigen zu der einen oder anderen Seite. Aber letztendlich ist es wichtig, dass beide Seiten profitieren und dass es dann wieder ausgeglichen ist. Ich wünsche dir einen ganz zauberhaften Tag, pass gut auf dich auf und bis bald. Tschüss.